Es ist der 1. Mai, die Stadt brennt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier los ist. Hier ist die Front. Hier ist die Margaretenstraße. Es sind entsetzliche Zustände. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schado. Willkommen bei den Flimmerfreunden. Das weiche M. Es war schon nächstes besser Mal als das letzte viel Mal. Besser. Wir kommen dahin. Gib uns ein halbes Jahr. Hast du auch Angst um dein Auto, Bernd? Nee, ich hab's ein bisschen weit weggeparkt. Ich bin eine halbe Stunde hier hin zu Fuß gegangen und dieselben Deppen, die verhindert haben, dass Hamburg ein IMAX-Kino bekommt, haben ihre jährliche Wehrsportübung. Und oh, ich weiß nicht, sind Bullen schlimmer als linke Wehrsportübungen? Ich weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht, aber du redest abwertend über, abschätzig ja. über die, ja. die letzten Jugendlichen, Natürlich. Die noch irgendeinen Funken von Jugendliche, vielen Wut. Dank. Jugendliche, vielen Dank. Und Wut, alle haben Wut. Du musst mal die Leserbriefseite der FAZ lesen. Es gibt so viel Hass in diesem Land. Mir hat ja mal ein Polizistenbruder erzählt, dass sein Bruder, wenn irgendwas los ist in der Stadt, ist, sich immer krank meldet und dann im schwarzen Block mitläuft. Ja. Das ist interessant. Das ist nicht solidarisch gegenüber seinen Kollegen. Das wäre ein super Film, finde ich. oder? Ich meine, verfilm das, Kai. Oder ein Polizist, der sich in das Mädchen aus dem schwarzen Block verliebt. Oder ein Typ aus dem schwarzen Block, der sich in das Mädchen von der Polizei verliebt. Oder ein schwarzer Block, der sich in sich selbst verliebt. Du bist einfach übersexualisiert, Kai. Weil ich eine Liebesgeschichte in den Film einbauen will? Ich rede von romantischer Liebe und echten Gefühlen. Dinge, die euch fremd sind. Bei dir ist alles nur krank. Sei das mit Anna so furchtbar, es ist alles furchtbar an dir, Kai. Du bist ein emotionales, schwarzes Loch. Furchtbar gewesen ist, wäre der Richtige. Kai ist doch überhaupt nicht mehr da als Mensch. Sag doch mal. Was denn? Furchtbar gewesen ist. Ja. Ich bin bei euch und wir machen einen schlichten Filmpodcast. Wir sollten den Plusquamperfekt nicht überbenutzen. Das ist meine Meinung. Plusquamperfekt ist ich bin froh, dass du wenigstens physisch bei uns bist, Kai. Die Sache ist, dass die anderen Entzugsentscheidungen bei dir schlimmer sind denn je. Deine Pusteln sind wieder da. Du hast wieder dieses seltsame Starren in die, als ob du in 2000 Meter Entfernung schauen würdest, obwohl da nur eine Wand ist. Das ist alles nicht schön, aber unser Thema heute sind Killerkinder. Wir reden über mehrere Filme in losem bis gar keinem Zusammenhang. Die Filme sind Kick-Ass, gerade gestartet. Hier kommt Lola, vor ein paar Wochen gestartet. Das weiße Band, schon längst durch. Und Ninja Assassin, auch schon längst durch, aber auch nie wirklich gestartet, wenn man es genauer betrachtet. Ist das eigentlich Ernten, was man selbst gesät hat? Das ist mein Privatleben? Das ist so. Gewöhnlich. Ja. Immer im Rampenlicht, immer im hellen Blickpunkt der Öffentlichkeit. Ben und ich kennen es nicht anders. Wir haben uns zurückgezogen in unsere Hochsicherheitsprivatgemächer. Ich muss sagen, ich hatte ein paar schlimme Stunden in der letzten Woche. Warum? Wegen Rob. Rob hat mir wehgetan. Und weißt du, was meine Freundin sagte? Willkommen im Club. Weißt du, was meine Freundin sagte? Ben, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Du musst damit leben. Ja. Deine Freundin ist so klug. Wenigstens bei einem läuft es wirklich rund. Ja, so ist das manchmal. Also eine Frau, die einem wirklich gute Ratschläge gibt, mit dem man was anfangen kann, die einem weise Sachen sagt, die sich nicht insgeheim freut, wenn man auf die Mütze kriegt. Das ist so selten und so wertvoll. Das klingt, als würde ich dich in die Ehe prügeln wollen. Ach, mach doch. Ja, okay. Ich wollte noch was zu Rob sagen. Ich wollte sagen... Ja, zeig's ihm, Ben. Hey! Rob, ich werde dich mit meiner Liebe erdrücken. Ich sage Pistolen im Morgengrauen. Oder Säbel. Ja. Säbel in der Abenddämmerung. Das gibt die malerische Verletzung. Das kann ich mir gut vorstellen. Gäbe es diese schöne Sitte noch, keiner von uns wäre mehr am Leben. Das ist wohl wahr. aber heute kann man sich ja alles von der Seele facebooken. womit wir auch auf die fantastische Flimmerfreundengruppe bei Facebook hinweisen könnt, bei der ihr euch alle noch eintragen dürft und uns mehr Fans als Guido Westerwelle bescheren. Wir werden auf gar keinen Fall mehr Fans als Kick-Ass kriegen. Wir haben gerade den Film Kick-Ass kollektiv gesehen im UCI Ottmarsch, in unserem bevorzugten
Proll, Startwochenende, Kino. Und es waren auch nur übergewichtige Mädchen, Metal-Idioten und Prollstar. Also Leute wie du und ich. Unsere Peoples, wie man so sagt. Menschen, die zu hässlich und zu insignifikant für Big Brother wären. Was war das für ein merkwürdiger Film? Ich fand. Was waren das für merkwürdige Leute in der Reihe hinter uns? Aber gut, das waren Mädchen, die haben sich ganz amüsiert. Es waren auch Jungs. Ja. Es waren Jungs, die wie Mädchen. Es waren Pärchen. Das ist das Schlimmste. Pärchen ist das Schlimmste. Ja, egal. Darf ich mal das die Pärchenlüge von den Lassie-Sänger singen? Ach, bitte. Ihr denkt, ihr werdet im Märchen und seid bloß blöde Pärchen. Pärchen stinken, Pärchen lügen, Pärchen winken und fahren nach Rügen. Gott, ich vermisse die Lassie-Sänger, diese Weisheit. Könnt ihr mir erklären, für wen der Film gemacht ist? Für mich. Für mich. Nein, für Comic-Fans. Ich glaube für Nerds. Dieser Film Kick-Ass hatte, den gibt es ja schon ungefähr seit einem Jahr in verschiedenen Fassungen und er lief auf allen möglichen Festivals und alle Festivals, die in irgendeiner Form von Comic-Fans besucht wurden oder von männlichen, hässlichen Typen, die keine Freundin haben und die sich aber viel mit Außerirdischen und sowas beschäftigen, liebten diesen Film natürlich heiß und innig. Es stellt sich raus, dass das normale, kinogehende Publikum den Film nicht so liebt. Es ist so ein Achtungserfolg. Mhm. Er hat auf jeden Fall sein Geld wieder eingespielt und wir sind gerade erst durch mit dem Film. Ja, aber hat er auch schon dann noch relativ viel Vorpresse bekommen. Also ich habe ihn so auf ein, zwei Film- und Videozeitschrift-Covern gesehen und es ist vielleicht auch der Superheldenfilm für die Judd Apatow-Generation. Okay, worum geht es bei Kick? Es ist eine Comic-Verfilmung und ihr Abiturienten nennt das wahrscheinlich Meta. Es ist eine Comic-Verfilmung über Comic-Leser, die selbst Superhelden werden möchten, obwohl sie keine Fähigkeiten haben, dann aber an richtige mehr oder weniger Superhelden geraten, die es, oder zumindest maskierte Rächer geraten, die es ernst meinen und dann einen Realitätsschock dabei erleben. Und dann geraten sie auch an Gangster, die nicht lange fackeln und aussehen wie der Schurke aus dem Sherlock Holmes Film. Mark Strong ist wieder da als Mafia-Boss und ich finde ihn so gut. Alle Schauspieler in diesem Film sind so gut. Wenn man diesen Film nicht mag, der Film ist seltsam. Wir sehen ein 11-jähriges Mädchen Massenmord begehen praktisch. Oh, das ist ein purer Genuss. Also ich finde die Soundtrack-Ebene des Films ist wirklich sehr dicht gekleistert. Ein Wort zur Musik, Ben? Ich fand die Musik total okay. Ja, dich fand die Musik super. So super. Also endlich hat mal jemand die Dickies benutzt für einen Film-Soundtrack. Die Dickies, eine von meinen Lieblings-Punk-Bands. Und die Sparks. Und die Sparks. Und auch so passend. Die Sparks in ihrer guten Phase. In ihrer sehr guten Phase. Ja. Wusstest du, dass die Sparks so unglaublich viele Platten gemacht haben? Also Ben und ich, wir sind ja stolz. Wir spielen in einer Band, wir haben einmal im Monat ein komplettes Album gespielt. Die Sparks haben an 20 Abenden 20 verschiedene Alben gespielt. In London vor 2 Jahren. Krass. Also, boah. Ich bin auf die Sparks damals nur aufmerksam geworden, weil ganz kurz vorm Split von Face No More ist das letzte, was die Band gemacht hat, sind 2 Sparks-Kollabos. Es gibt This Town Isn't Big Enough for the Both of Us, der Song, den wir in dem Film gehört haben, gibt es als wunderschönes Duett mit Mike Patton, der dabei seine gesamte Stimmlagen facettenreich durchspielen kann. Also, kleiner Musiktipp, die beste Musik der 70er ist wahrscheinlich gemacht worden von weißen Londonern, also Punkern, von schwarzen New Yorkern, also Hip-Hopern und von den Sparks, meine Meinung. Aber das kann man natürlich anders sehen. Auf jeden Fall benutzt jemand die Dickies und die Sparks für einen Soundtrack. Also da kann ich nur glücklich sein und die Lieder sind auch in dramaturgisch klugen Augenblicken benutzt. Wenn Hitgirl das erste Mal gewalttätig ist, wie wir erfahren, dass sie gute Gründe hat, Gangster zu hassen und besonders diese Mafia-Bande, die von Mark Strong angeführt wird, das ist ungefähr so nach dem ersten Drittel des Films, also richtig ordentlich nach der Exposition, kommt es zur Durchführung. Hitgirl schreitet zur Tat mit Nicolas Cage in seiner besten Rolle seit
Adaptation? Keine Ahnung. Ja. Ich hab mich dabei ertappt, wie ich auf dem Weg, als der Film vorbei war, zum Klo versucht habe, das trockene Lachen von Nick Cage nachzumachen, was so bezeichnend ist. Wahrscheinlich der klügste Laut, den ein Schauspieler gemacht hat seit einiger Zeit. Ich kann es nicht. Es sind immer nur zwei. Das ist so, das war schon ziemlich völlig brillant. Ein humorloses, verzweifeltes, hysterisches, extrem gezwungenes Lachen von einem Mann, der eigentlich traurig ist und verzweifelt und halb irre ist. Und Kick-Ass, unser Titelcharakter, ist der typische, Highschool-Loser nach Zahlen. Also er könnte aus jedem beliebigen Job Apatow-Film stammen. Er könnte Nebencharakter bei Buffy sein oder so. Mhm. Ein Comicbuchleser, der keine Freundin hat und der sich fragt, warum ist eigentlich niemand ein Superheld? Ich mach das mal. Und bestellt sich einen Taucheranzug auf eBay, und zieht ihn sich an und versucht, Typen zu verprügeln, die Autos aufbrechen oder so. Was, ziemlich daneben geht. Und, kriegt dann ein paar schmerzliche Lektionen, aber dann nicht mehr. Denn die Typen verprügeln ihn so schlimm, dass seine Nervenenden beschädigt werden und dass ihm Metallplatten eingesetzt werden und er keinen Schmerz mehr empfindet. Und die Metallplatten schützen ihn ganz gut. Als so eine Art B-Budget-Wolverine läuft er dann durch die Gegend. Weil die Idee von Wolverine ist ja nicht, dass er diese Klingen hat und komische Gesichtsbehaarung, sondern dass er einstecken kann. Und Kick-Ass, unser Titel, halt, kann nichts außer einstecken und irgendwie mit seinen Nunchucks rumfuchteln, was nicht so richtig geht. Oder was sind das? Nunchucks? Irgendwelche Stöcke. Ja. Und eine, wie Wirtköll meinte, sehr schwuchtelige Taser-Waffe. Die wirklich nichts reißt. Was man dem Film echt auch noch zugutehalten muss, ist, dass die Action wirklich abliefert. So unebener er dann manchmal, so uneben er manchmal ist, die Action-Sequenzen sind wirklich, wirklich gut. Und wer Blut und Gewalt sehen will, der wird bedient und auch befriedigt. Es gibt echt ein paar abgeschnittene Gliedmaßen in Großaufnahme. Es gibt so verdammt viel Blut. Das hatte ich nicht erwartet. Super, aber schön. Schön. Dieser Film ist ab 16. Nicht? Eigentlich müsste der ab 18 sein, das ist meine Meinung. Aber weiß ich auch nicht. In den USA ist er, glaube ich, R. Was heißt Rated R? Rated 17 R. Plus. Also genau wie, also hier ist er ab 16, in den USA ist er ab 17. Naja, ist kein großer Unterschied letzten Endes. Also hier werden die 16-Jährigen nicht so gut geschützt wie in den USA, aber was soll's. Der Film hat ein unglaubliches Tempo. Ich finde ihn sehr geschmackvoll gefilmt. Ja. Von Matthew Vaughn, von dem ich das nicht erwartet hätte. Ich meine, das ist Claudia Schiffers Ehemann. Es gibt auch ein großes Claudia Schiffer Plakat in dem Film. Ja, was so brillant benutzt ist. Matthew Vaughn ist vorher aufgefallen durch einen sehr guten Gangsterfilm, nämlich Layer Cake mit Daniel Craig und Sienna Miller. Layer Cake ist auch der Film eines Produzenten wie Hitgirl. Ich habe gelesen, beide Filme waren extrem billig, also extrem preisgünstig, aber sehen beide unglaublich gut aus. Also wie die Sets benutzt werden, die Effekte werden sehr sparsam und sehr effektiv genutzt einfach. Ja, man muss halt sehen, dass über weite Strecken Kick-Ass auch ein Highschool-Film ist. Und Highschool-Filme sind nicht zuletzt deswegen bei Produzenten so populär, weil sie sich für kleines Geld schnell drehen lassen. Du brauchst einfach nur eine Schule in den Sommerferien benutzen oder so. Und die Schule, die abgerissen werden soll. Das ganze Budget ist halt in die Action-Szenen geflossen, die gut aussehen. Ja, extrem gut. Ist dieser Film zu verteidigen? Auf jeden Fall. Ich bin kurz davor, meine eigene Geschichte nochmal zu erzählen, wobei ich glaube, ich habe die schon mal. Deine Superheldengeschichte? Ja. Wie war deine Superheldengeschichte? Ben war da ein Da warst du noch nicht dabei. Erzähl dir jetzt mal richtig, Ben. Okay, ich mach's aber trotzdem kurz. Mhm. Als ich nach Hamburg gekommen bin und gerade angefangen habe zu studieren, ging mir das alles sehr auf die Nerven und ich habe mir dann auch ein Kostüm ausgedacht, mit dem ich immer zum Studieren gegangen bin. Und ich habe mir den Namen Arrow Man gegeben, weil ich mir Pfeile in die Koteletten geschnitten hatte und ich hatte so ein 70er Jahre Plastik Overall an und dazu rote Lackschuhe. Und dieser Film hat von vorne bis hinten recht. Weißt du, was mir passiert ist? Na? Ich bin
also so zur Uni gegangen, ungefähr 2 Monate vielleicht. Irgendwann hat mich natürlich überhaupt niemand mehr ernst genommen. Das war aber nicht so schlimm. Wie alt warst du, wenn ich fragen darf? Na, wie alt ist man, wenn 20? Man anfängt zu studieren? 20 vielleicht. Okay. Und ich habe es aber geschafft, dass mich viele meiner Studienkollegen auch mit Iron Man angesprochen haben. ich bin dann nach Hause gegangen eines Tages und es sprang jemand auf die Gleise am Dammtorbahnhof. allerdings so ungeschickt, dass der einfahrende Zug gar nicht bis dahin gekommen ist. Arrow Man, du musst uns helfen! Und ich dachte natürlich, also in dem Moment habe ich nicht mehr daran gedacht, dass ich meine Verkleidung trug. Und bin dann runter zu dem und habe den versucht von den Gleisen zu zerren und habe mit dem Gerät, der Zug wäre natürlich niemals losgefahren, so. Und was passierte, ein Krankenwagen kam, Polizei kam und ich habe so tierisch Ärger bekommen. Brillant. Du hast doch alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht, aber das war die falschen Klamotten an. Das war das Ende meiner Superhelden-Karriere. Scheiße, ja. Mehr Power für Arrow Man, das ist meine Meinung. Und bist du in der ganzen Zeit, also das interessiert mich jetzt schon, bist du in der ganzen Zeit Single gewesen oder? Nein, ich hatte eine Freundin. Okay. Was hat die dazu gesagt? Ach, okay. Ja, war das egal, die war schlimmere Sachen gewohnt. Okay, das war nicht, das war kein Fetischding. Nein. Aber es ist ein guter Look, so roter Plastik-Overall. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Vor allem. Es hat mich über Wasser gehalten. Hast du das Kostüm noch? Ich habe den Joggenanzug noch. Du meinst, es hat dich irgendwie spirituell über Wasser gehalten? Du hast das Gefühl, dass du einen Unterschied machst? Ja. Okay. Insofern kann man schon sagen, zieht euch an wie Superhelden, aber benehmt euch nicht so. Vielleicht nicht am 1. Mai in Hamburg in der Schanze. Nee, sich für einen Superheld anzuziehen bringt ein bisschen Farbe ins Leben. Aber es ist gefährlich, weil alle... Also ich meine, wenn du das in einer miesen Gegend machst, dann... bist du doch eine wandelnde Zielscheibe. So. Alle wollen doch ihr Mütchen an dir kühlen. Auch in der Proll-Disco sind bestimmt genügend Leute da, die einfach mal einen Superhelden in die Eier treten wollen, um zu gucken, wie er reagiert. Ob er Eier aus Kryptonit hat. Vielleicht ist es was für euch. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich fühlt, guckt euch den Film an. Übrigens, nur so ganz en passant. Es ist euer Zeichen. Ich kann kein Italienisch. Guido en passant. Der berühmte Schriftsteller. Hey, du wolltest darauf hinweisen, dass es der 200. Podcast ist. Und was machen wir draus? Wir versemmeln es. Es ist der 5. oder so Flimmerfreunde-Podcast, aber... Der 4. Wenn ich Nuller mitzähle. Den Nuller würde ich, das war ein vollwertiger Podcast, der Nuller. Ja, dann, also das war nicht nichts. Ja. Das war aber auch nur, es war ein Hybrid. Es war keine Nullnummer. Kai, halt dich doch lieber an die Fachbeiträge. Tut mir leid. Darf ich jemandem noch Tee nachschenken? Ja, bitte. Ja. Was ist die Droge der Wahl? Der gleiche leckere Tee wie das letzte Mal. Wer sagt, dass der lecker ist? Grüntee, oder? Dankeschön. Du hast gesagt, dass der lecker ist. Irgendein zittriger Grüntee. Das ist China-Traum. Asien-Traum. Ja, vielen Dank. Ich finde den gut. Ich finde den auch toll. Ja, ist wirklich gut. Nochmal vielen Dank an Janosch aus Grevenbroich für den Asien-Traum. Und vielen Dank für die Filmwünsche bei unserem Gewinnspiel. Ja. Wir haben dieses fantastische Gewinnspiel. Ihr müsst eure Lieblingsfilme begründet aufschreiben. Die Begründung könnten noch ein bisschen... Naja, da ist noch Luft nach oben, sag ich mal. Aber es sind schon so über 30 Wünsche eingegangen mittlerweile. Ja. Und wir müssen die nicht alle machen, oder? Nee, wir suchen uns 5 aus. Wir suchen uns 5 und aus, die wir nicht extra noch gucken müssen. Genau. oder wenn nichts dabei ist, denken wir uns 5 aus. Ja, genau. Wir denken uns unsere Filme aus. Ich hab gehört von diesem völlig unglaublichen... jemand hat auf dem Flohmarkt Platten gekauft und dann sind ihm so Cover in die Hände gefallen, die gemalt waren. Und dann, also, aber ganz detailliert gemalt, so mit Produzentenangaben, mit Copyright-Angaben. Dann hat er sie aufgemacht, dann waren das so runde Pappscheiben, wo wirklich so Rillen reingeritzelt waren, ganz fein und ganz feine Coverangaben. Das war alles mit der Hand gemalt, alles krass. Unikate. Und hat er so nachgeforscht und andere haben diese Dinger auch gehabt und davon waren hunderte in Umlauf und alle verschieden und alle waren nicht illustriert mit echten Künstlern, sondern mit so Fantasiekünstlern und mit Fantasienamen, aber alles war so schlüssig und echten Künstlern und echten Labels so ähnlich und hat nachgeforscht und hat herausgefunden, dass diese Fantasie-Vinyl-LPs in einem Keller angefertigt wurden von einem
Vietnam-Deserteur, der sich beim Keller von einem Cousin oder so versteckt hielt, der sich langweilte und der da nichts groß machen konnte, um dann Leute nicht aufmerksam zu machen auf sich. Und der sich dann dieses Parallelleben ausgedacht hat, dass er ein Popstar wäre oder ein Plattenfirmenmagnat und dann diese Platten sich ausgedacht hat, diese Fantasieplatten mit Fantasiemusik, die er nur in seinem Kopf gehört hat. Und die hat er dann das über Jahre, fast ein Jahrzehnt hinweg hat er das gemacht, musste dann aber ausziehen aus der Kellerwohnung und hat das dann eingelagert und seine Miete für den Einlagerungsraum nicht bezahlt. Und der Typ hat das dann einfach auf dem Flohmarkt verkauft. Die Leute auf dem Flohmarkt waren so beeindruckt von diesen Covern und haben das zurückverfolgt. Und der Typ hat dann Ausstellungen gekriegt und ist jetzt ein Außenseiter-Künstler-Star. Cool. Ich habe den Namen vergessen und ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber ich will nur sagen, die Macht der Fantasie und Langeweile kann viele bewirken. Ich hab jüngst gehört vom Mercher des Grand Hotel Van Cleef auf Tomte Tour. Am Merchandising-Stand ist ihm Folgendes passiert mit zwei jungen Mädchen, die haben auch die Vinylpressung der aktuellen Tomte-Platte genommen, haben sie sich angeschaut und haben gefragt, was das ist. Woraufhin die Antwort kam, das ist eine Platte. Und dann die Rückfrage kam, ja, ist ein Kalender, oder was? Nee, ist eine Schallplatte. Ja, und hier ist Schallplatte. Daraufhin hat Simon die Platte aufgemacht, hat die rausgeholt, hat diese schwarze Vinylscheibe und sie so, haben sie so angeguckt und haben gesagt, ja und, was macht man damit? Ja, also offensichtlich sind wir bei der digitalen Generation angekommen, jedenfalls teilweise oder in manchen Bereichen der neuen Bundesländer. Auf Vimeo, um dieses Thema abzuschließen, das ist für euch eine ziemliche Abschweifung, aber was soll's. Mhm. Wenn es irgendwie sich gut anfühlt, dann muss man abschweifen, sonst wird man nie irgendwas Interessantes erleben. Also auf Vimeo ist eine sehr gute 10-minütige Dokumentation über den Typen mit der größten Plattensammlung der Welt. Der hat wirklich? 1,5 Millionen Vinylplatten oder Schellackplatten oder was weiß ich. Und er hat zum Beispiel die erste flache Platte, die je gepresst wurde, von 1888 oder so. Und er hat 1,5 Millionen Platten. Leute von der Nationalbibliothek in den USA haben sein Archiv mal katalogisiert und herausgefunden, dass man 83% der Platten, die er da hat, gar nicht anders kriegen kann. Die gibt es nur bei ihm in diesem Archiv. Er hat also alles, wirklich das unglaublichste Zeug überhaupt. Es wird geschätzt auf einen Wert von 50 Millionen Dollar, seine Sammlung mindestens. Aber er kann sie nicht weiterführen, weil er erblindet und Diabetes hat und so. Er will die Sammlung verkaufen, aber niemand will sie. Niemand hat so viel Geld. Nein, nein. Und dann ist er jetzt runtergegangen auf 3 Millionen Dollar, aber niemand will das ausgeben. Und das sind Sachen, die man nur da hören kann. Unglaubliche Dokumente. Also wenn man das katalogisieren würde, hätte man ein akustisches Archiv des letzten Jahrhunderts. Aber das will niemand haben. Niemand will dieses komplette Bild sehen. Was erstaunlich ist, weil man denken sollte, zumindest Archive wären interessiert. Mit der Filmgeschichte ist es ja ein bisschen ähnlich. Wir gehen ja mittlerweile davon aus, dass 90% der Stummfilmproduktionen komplett verloren sind, weil das Material leicht brennbar ist, weil das Material porös ist. Porös ist, weil es Essigsäure halt. Diese Metropolis-Geschichte ist unglaublich, ne? Wieder eine Abschweifung. Genau. Metropolis, vielleicht einer der Filme. Der meistkopierte Film aller Scheißzeiten. Und ist gestartet worden in Berlin in einer vollständigen Fassung, ziemlich verrissen worden, hatte keinen kommerziellen Erfolg, ist dann in Deutschland gekürzt in die Kinos gekommen. Und selbst diese Fassung hat sich über Jahre nicht richtig rekonstruieren lassen. Dann ist irgendwie in Argentinien die Legende umgegangen, dass ein Sammler bis in die 60er Jahre hinein eine 2,5-Stunden-Fassung von Metropolis vorgeführt hätte. Und nach dem Umzug des argentinischen Filmarchivs, was ziemlich klein und nicht gut begütert ist, hat ein Filmhistoriker dort geschaut und tatsächlich eine 2,5-Stunden-Fassung von Metropolis gefunden. Das Irre ist allerdings, was wirklich irre ist, damals ließen sich von den Negativen nur eine bestimmte Anzahl von Positivkopien fürs Kino fertigen. Das heißt, Fritz Lang hat den Film von vornherein bis zu 5 Kameras gedreht. Das heißt, je nachdem, welche Fassung man kriegt, hat man einen komplett unterschiedlichen Film. In der argentinischen Metropolis-Kopie sind zwar die Szenen, die in der deutschen Metropolis-Kopie vermisst werden oder in allen anderen Kopien vermisst werden, aber es kann halt durchaus sein, dass du in der deutschen an einer Stelle eine halbnahe hast, in der argentinischen eine Naheinstellung, weil es einfach mit einer anderen Kamera und einer anderen Brennweite gedreht worden ist oder ein anderer Take verwendet wurde, meinetwegen auch, weil man halt das Material
nur für eine bestimmte Anzahl von Kopien verwenden konnte. Das heißt, man hat einen eigentlich anderen Film. Mhm. So. Hermann Herbert. Also die deutsche Metropolis-Fassung ist damit eigentlich immer noch nicht rekonstruiert. Okay, Kikos wird wahrscheinlich nicht den filmhistorischen Status von Metropolis erlangen. Und ich bin immer noch zu aufgewühlt, um objektiv über den Film zu sprechen, was ein gutes Zeichen ist. Ich bin so glücklich, dass ein Film mich mal wieder durchgeschüttelt hat. Ich weiß nicht, ob der Film moralisch vertretbar ist oder so. Wenn irgendwas mich so sehr amüsiert und durchschüttelt, ist mir das eigentlich immer egal gewesen in meinem Leben, was vielleicht falsch ist, oder? Also ich habe Leute gehört im Vorfeld, die meinen, ach, Kickers, das ist die Antwort des Gewaltkinos auf Kinderpornografie. Was? Ja, habe ich gelesen. Kann man, man kann das argumentieren. Ja, wie gesagt, du siehst eine Elfjährige, die Massenmord begeht. Und sogar ein bisschen unschuldig Lolita-mäßig mit den Augen klimpert. Weil was ich weiß, ich habe den Comic in der Hand gehabt und der Comic ist wirklich anders. Und der Comic ist wirklich, ich glaube, verbessert worden. Ich weiß, ich habe den Comic nicht komplett konzentriert gelesen, aber ich weiß von dem bisschen, was ich habe den so eine halbe Stunde durchgeblättert in einem Comicladen. Ja. Die Unterschiede, die ich jetzt aus dem Stand weiß, sind Im Comic kriegt er das Mädchen nicht zum Beispiel. Ich glaube, das ist kein Spoiler. In diesem Film merkt man, dass er das Mädchen irgendwie kriegen wird. Das ist irgendwie, das soll sein. Und muss. Und das hat das Kino auch glücklich gemacht. Und im Comic ist das ganz eklig. Er kriegt das Mädchen nicht, nur sie ist total sauer auf ihn, dass er so ein geheimer Superheld ist. Und sie schickt ihm Fotos auf sein Handy, wie sie, jetzt kommt, Oralsex mit Schwarzen hat, um ihn zu demütigen. Was irgendwie verstörend und widerlich ist. Ich bin froh, dass das nicht im Film ist. Ja, ich finde fast, in dem Film hätte die Liebesgeschichte noch mehr Raum kriegen können. Man wünscht sich ein bisschen mehr Teenager-Drama. Irgendwie hat der Film so viel zu erzählen und will einen ja auch nicht langweilen. Es würde mich nicht wundern, wenn auf DVD irgendwie ein Extended Cut kommt, weil ich mir vorstellen kann, dass es längere Szenen zwischen den beiden gegeben hat, die der Film aber sich... Der ist jetzt schon irgendwie 2 Stunden und 5 Minuten. Echt? Der Film ist 2 Stunden. Das ging so, ich bin wirklich mitgenommen, aber der Film ist natürlich so kurzweilig, es kam mir nicht so lang vor. Also... Ja. Ich fühle mich wirklich ein bisschen wie gerädert nach dem Film, aber... so kurzweilig. Ist der nächste Film, über den wir sprechen, Ninja Assassin, ist das auch eine Comic-Verfilmung eigentlich? Gute Frage. Da weiß ich noch weniger als du. Ich gestehe, ich habe Ninja Assassin nicht gesehen. Oh, okay. Bin ich der Einzige, der den gesehen hat? Sieht so aus. Okay, dann... Rain spielt mit. Rain spielt mit, koreanischer Popstar. Er ist produziert von den Wachowski-Brüdern. Inszeniert hat ihn der Regisseur von Wie von For Vendetta. Ja, Loop Teak heißt der irgendwie, ne? Ja. Okay, grundsolide Vorbereitung auch in der 200. Episode. Tut mir leid, ich hab Ninja Assistant, der lief nur eine Woche. Wir müssen auch mehr zu sein, ich hatte keine Lust, Ninja Assistant zu sehen. Wir haben das hier on the go entschieden, weil wir, naja, wir waren eigentlich bei mexikanischen Gangs und jetzt haben wir gesagt Killer Kids und ich fand, Ninja Assistant passt ganz gut da rein, weil es ein, naja, es geht im Grunde genommen auch um Killer Kids. Es geht um Kinder, die von ihren Eltern entführt werden, verschleppt werden in ein Kloster und dort zu den härtesten Ninja-Killern der Welt ausgebildet werden. Und unser Protagonist, Rain, ist ein, wie sagt man, ein Rogue Assassin, könnte man sagen. Er ist also einer der Ausgebrochenen auf der Flucht ist. Und natürlich duldet dieser Clan, es ist ein Clans, Ninja-Clans, in keinster Weise, dass jemand abtrünnig wird und jagt ihn durch die Straßen Berlins. Das Ganze ist... In Berlin gedreht. Also du hast also den koreanischen Popstar... der durch Kreuzberg läuft oder so? Ja. Und du hast auch, das Lustige ist, ich habe ja mal ein Regiepraktikum bei einem Tatort gemacht und du hast in Berlin diese Typen, Stuntleute oder einen Stunttypen, der diese ganzen alten Polizeibusse kauft und Kumpels hat, die diese ganzen GSG 9 Spezialeinheiten spielen. Und die spielen das in jedem Tatort, in jedem zweiten Polizeibus. Sie spielen es auch in dem Bourne-Film, der in Berlin spielt. Und sie spielen es natürlich auch da. Es sind immer dieselben deutschen Fressen. So. Aber naja, das ist nicht das Manko des Films. Der Film ist unglaublich gewalttätig und unglaublich blutig, aber comicmäßig gewalttätig. Und es ist eine sehr schöne Gewalttätigkeit und Blutigkeit. Und ich mag den Look wirklich sehr. Ständig werden Gliedmaßen abgetritzt und das Blut spritzt so wie Comicblut im roten Fontänen. Kein Wunder, dass du der beliebteste Ohrensessler bist. Flimmerfreund, schön. Ach, mir ist hast echt du, egal. Hast du gesehen, was du Ich habe die Trailer von Ninja Assassin gesehen und da waren auch so ein paar... Und
das Blut sah so computergeneriert aus. Aber das ist halt ein sehr eigenwilliger Look, aber das macht Spaß, dem zuzusehen. Das ist wirklich so eine Mischung von Comic und Realgewalt. Was einen aber kalt lässt, ist, dass im Grunde genommen die Charaktere überhaupt keine Zeichnung bekommen. Es gibt so eine Art Liebesgeschichte, die völlig an einem vorbeigeht, und es gibt the worst overacting ever. Irgendwie, wenn man, also das Schlimmste, was ist das Wort für overacting im Deutschen? Chargieren, aber das chargieren. Ist Französisch, ne? Ja, es ist eingedeutet, aber es ist chargieren, ja. Wirklich, so miese Dialogszenen habe ich in keinem A-Film der letzten 15 Jahre gesehen. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Jetzt machst du mich feucht. Was habe ich da verpasst? Die Action stimmt, die Geschichte ist ein feuchter Witz und das Spiel ist unterirdisch, wirklich unterirdisch. Das erinnert mich an das Meisterwerk von Michael Haneke, Das weiße Band. Ein schäbiger Bahnhofskinoreißer. In Schwarz-Weiß. Auch böse Kinder. Inzwischen, also es ist kein Geheimnis. Der Film macht ein Geheimnis draus, aber jeder, der schon mal im Kino war, weiß, dass die Kinder es waren. Das war ein Spoiler. Tut mir leid, wenn ich euch das weiße Band verdorben habe, aber wenn ihr das nicht allein von den Trailern her wusstet, dann seid ihr wirklich Abschaum, die... was guckst du? Es ist irgendwie Action draußen. Jetzt ziehen Leute in schwarzen Klamotten in meinem Auto vorbei und... Naja, es brennt noch nicht. Sind wir live auf Sendung? Vielleicht kommen sie, um mich rauszuzahlen, weil ich sie als linke Wehrsportgruppe denunziert habe. Ja, weißt du, ich glaube auch, ich hege so eine gewisse Grundsympathie mit politisch linken Aktiven, aber wenn mein Auto brennt, ist es wahrscheinlich vorbei mit der Scheiße. Diese linken Aktiven würden dich so fertig machen, wenn sie dich sehen. Die würden dir sofort irgendwas brechen, wenn du nur auf sie zukommst. Ich mach doch jetzt schon wieder Musik für so ein Antifa-Kram, Musikvideo. Okay. Ja, weiß ich nicht. Das ist dann deine, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte, aber das wird alles nichts nützen. Wenn die Revolution kommt, wirst du baumeln. Und ich mich selbst denunzieren muss. Du musst dich selbst anklagen. Das machen die nämlich. Das sind doch alle. Okay, ich glaube, weißt du, wann von mich sind. Ist der schwarze Block stalinistisch? Ich glaube nicht. Die sind viel zu schlapp, um Stalinisten zu sein. Ich meine rhetorisch schlapp, natürlich nicht, was auf die Fresse betrifft. Wo hast du den Film gesehen? Das weiße Band, ja, habe ich. Auf DVD? Inzwischen auf die Folie gegangen. Ich habe den nämlich nicht gesehen. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Wie soll ich denn jetzt darüber reden? Denk dir irgendwas aus. Du hast doch über Filme nicht geredet, die du schon gesehen hast. Ja, eben. Also deshalb kannst du ruhig über... Das ist fair. Das ist das Yin und das Yang. Das ist das Alpha und das Omega. Im Universum geht keine Energie verloren, Ben. Red einfach irgendwas. Wer ist deine Nemesis? Ralf? Wird das freuen? Rob. Mir auch egal. Okay, das weiße Band hat auch Killerkinder. Und das weiße... Michael Haneke ist der viel Bad Regisseur schlechthin. Mhm. Wir sollen uns einfach scheiße fühlen. Zur Handlung vom... Man sagt dann immer, exzellent, wunderschön fotografiertes weiße Band. Also immer, wenn ein Film schwarz-weiß ist, dann sagen alle, wunderschön fotografiert. Naja, er ist schon gut fotografiert. Warum? Naja, okay, er sieht wirklich hübsch aus. Aber ist das gut fotografiert? Ich weiß nicht. Er ist ein bisschen statisch, aber das ist natürlich Absicht. Es ist dieses trügerische Postkarten-Idyll. Deutschland und speziell Norddeutschland, das ist sehr wichtig, weil es evangelisch ist. Es geht auch um den evangelischen Zwang. Es geht um evangelische oberflächliche Reinigung. Es geht eigentlich um die Grundlektion der 68er, nämlich, dass in der Provinz der wahre Faschismus lauert, dass unter der ordentlichen Oberfläche, hinter den peinlich genau gepflegten Begonienbeeten lauert der Abgrund, lauert der Sadismus, lauert die Unterdrückung. Das Kindercasting für das weiße Band ist übrigens 500 Meter von meiner Haustür gemacht worden. Cool, aber du bist nicht als Ulrich Tukurs rechte Hand? Nee. Das wäre doch was. Das war das Kindercasting. Gut. Irgendwie mag ich das weiße Band nicht. Ich finde, Michael Haneke hat einen sehr guten Film gedreht, nämlich Cachet. Das war ein Film, der wirklich überraschend ist, der wirklich geheimnisvoll ist. Naja, das Problem bei Michael Haneke-Filmen ist, es ist so eine emotionale Platzwaldmaschine, wie auch Darren Aronofsky-Filme teilweise, bis zu The Wrestler. Es sind Filme, die einem einfach
die ein einfaches Prinzip befolgen. Sie verweigern einem nämlich die dramaturgische Erleichterung. Jeder noch so miese Film gibt uns irgendwie diesen Moment, wo es dann irgendwie wieder lustig wird oder wo man wo lachen kann. Wo der Böse aufs Maul kriegt, ja, oder wo das und, Paar sich endlich küsst. Und Michael Haneke hat dieses schlichte Prinzip des Aushaltens und die Schraube immer weiter anziehen. Es gibt einem einfach ein scheiß Gefühl, aber es funktioniert. Und, ja, das ist nämlich das, was Leute, die Filmkunst schätzen, als Wahrheit oder als Tiefe bezeichnen. Die Welt ist ja angeblich so. Das Weiße Band zum Beispiel weiß nicht, was es furchtbarer finden soll. Die Kinder, die später mal Nazis werden, oder die furchtbar repressiven Eltern. Also ich meine, da ist diese Bilderbuch-Dorf-Idylle. Da ist der Gutsherr, der Pfarrer, der Lehrer. Ein paar Leute sind so halb anständig, aber das kann nicht wirklich aus ihnen raus, weil die Umgebung im Grunde so repressiv ist und so schwarz-weiß und so norddeutsch und so evangelisch. Das, sagt uns Michael Haneke, ist die Keimzelle des Faschismus. Die Kinder dieser Menschen rächen sich hier symbolisch in diesem Film blutig, was in Wirklichkeit nicht passiert ist. Das ist eine Fantasie des Autors, das ist im Grunde die Kunstfilmversion von Kinder des Zorns, falls jemand diese Stephen King-Verfilmung gesehen hat. Es gibt übrigens einen Spät-60er-Horrorfilm namens You Can't Kill a Child, wo es darum geht, dass so ein Paar in einen der spielt in Südspanien oder irgendwo. Ja, der ist gerade in Deutschland erschienen und war als DVD lange verschollen. Ja, lang und auch lange indiziert in einigen Ländern. Habe ich YouTube auch schon gesehen. Wirklich toll, wirklich beeindruckend. Gut fotografiert und das ist das Tolle an diesem, also den würde ich echt gerne mal komplett sehen. Das ist scheint zu sein, dass... Ich habe komplett solche Nehmen. Ja, super, ja, bring mir. Das bei You Can't Kill a Child findet das Böse auch unter hellem Himmel statt, unter der südlichen, klaren Sonne. Und es geht wirklich darum, dass du musst ein Kind töten, um selbst überleben zu können. Dieses Dilemma wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. In der didaktischen Welt von Michael Haneke gibt es gar nicht mal wirklich Entscheidungen. Die Menschen sind wie aufzupuppen, wie in einem Bert-Brecht-Theaterstück. Alle Charaktere scheinen nur dazu da zu sein, um Michael Hanekes Weltsicht zu erläutern. Das wirklich anstrengende bei Michael Haneke bisweilen auch bei einem Film wie zum Beispiel Funny Games, dass er offensichtlich einen sehr pädagogischen Ansatz dabei verfolgt, wie Gewalt zustande kommt und uns auf eine Art und Weise belehren will. Es gibt übrigens Gewalttätige Kinder, Bennys Video ist auch eine frühe Auseinandersetzung von Haneke mit Kindern, die alleingelassen werden. Ja, genau. Genau, John Carpenter ist schuld oder so. Wer soll denn das glauben? Also, ja. Himmel, Herrgott. Ben wollte, wenn du es irgendwie gesäuft. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich bin nicht mehr bereit, ins Kino zu gehen, um mich schlecht zu fühlen. Und es gibt so viele Filme, die das versuchen. Und ich habe lange darüber nachgedacht und ich finde es einfach nicht okay, dass Filme gedreht werden, die versuchen, irgendwelche Missstände aufzudecken, die dann nur von Leuten gesehen werden, die genau wissen, dass es diese Missstände gibt. Die Leute, die es nicht wissen und wissen sollten, die sehen diese Filme nicht. Das macht für mich keinen Sinn. 95% der Zeitabonnenten, der Bildungsbürger, die das Weiße Band tatsächlich gesehen haben im Kino, wie es wahrscheinlich gedacht ist und wie es wahrscheinlich auch überwältigend schön aussieht, und ich hoffe DVD wie ich, ich habe mit ein paar von denen gesprochen, die haben folgendermaßen reagiert. Und zwar, heutzutage erziehen wir unsere Kinder ja gar viel besser. Toll! Was für ein tolles Ergebnis. Da muss ich sagen, Hit Girl ist irgendwie... das ist irgendwie lehrreicher, Hit Girl zuzugucken. Das ist irgendwie lebendiger, es ist irgendwie eine Lektion. Ich weiß nicht, zu was sie taugt, aber Kick-Ass zu sehen, ist eine Lektion für irgendwas. Ich kann nicht klar sagen, wofür. Das ist die wirkliche Schwäche der meisten Michael Haneke-Filme, die ich gesehen habe. Du kannst zu genau sagen, was er uns beibringen will. Deshalb mag ich Caché, weil ich weiß nicht genau, worum es geht in dem Film. Aber Zeit der Wölfe, da geht es folgendermaßen darum, er will uns Folgendes sagen. Die Decke der Zivilisation ist so dünn. Kaum kommt mal ein bisschen ein Problem, werden Menschen wie Wölfe und fallen übereinander her. In Die Klavierspielerin will er uns Folgendes sagen. Wenn man Sexualität unterdrückt, dann wird sie sich eines Tages gewaltsam Bahn brechen. Du solltest... Alter, ich brauch diese Scheißlektion nicht. Du solltest ein Buch rausgeben, das Michael Haneke von Dummies heißt. ich meine, tut mir leid, aber Michael Haneke und Dummies ist für mich einfach kein Unterschied mehr inzwischen. Es ist nur, das ist ein...
sinnlose Lektionen für Leute, die sie nicht brauchen. Tut mir leid, das ist für mich die Definition von überflüssig. Ich habe ein Problem manchmal, André Heller und Michael Haneke auseinanderzuhalten, wenn ich sie in Interviews erstmal nur im Bild sehe, weil es sind beides bärtige Österreicher. Das ist jetzt echt rassistisch. Aber okay, aber kleiner Tipp, einer von ihnen hatte Sex mit Esther Villar. Einer von ihnen hat Songs geschrieben wie "Die wahren Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht in deinem Kopf, dann suche sie, der Maskenhändler mit der Blutmaschine. Die wahren Abenteuer sind im Kopf. Oh, Marilyn Monroe, dein Tod kam wie ein weißer Zeppelin. Deine arrogante Art, die Zigarette nur halb zu rauchen." Das ist übrigens ein Schlüsselsong über Esther Villar. Ich habe jetzt frei assoziiert aus mehreren André Heller-Songs. Manchmal erschreckt mich deine Audiothek. Hör mal, André Heller hat ein Recht, André Heller zu sein, ist ein freies Land. Achso, das ist ein Österreicher, gehört nicht wirklich zu uns. Ja, das ist ja mal eine Fallentscheidung, ob ein Österreicher zu uns gehört oder ist, nicht. An André Heller ist in Interviews oft sehr lustig. Ja. Er sagt zum Beispiel: "Der Österreicher an sich ist ja der Neger im deutschen Showbusiness." Was lustig ist. Total lustig. Oder, ich sag das doch ganz. Komm, für André Heller ist es. Oder, schau uns, wir gehen doch in den Zirkus, um den Akrobaten abstürzen zu sehen. Okay. Tut mir leid. Gib mir und André noch eine Chance. Mit folgendem Zitat: Okay. "Österreich ist wie die Schweiz, nur ohne den Komfort." Komm, das ist ein Knaller. Das ist doch echt lustig. Nun lach doch mal und nicht so gezwungen. Du lachst gezwungener als Big Daddy aus dem Film Kick-Ass. Okay, Killer Kids. Ich fahre heute Nachmittag, das ist mein Filmwochenende. Ich gucke mit euch Kick-Ass und heute Nachmittag gucke ich mit meiner Tochter den Film, der für sie gemacht ist, der für sie entworfen ist. Nämlich den Film "Hier kommt Lola". Okay. Und ich sage, "Hier kommt Lola" ist der neue Hamburg-Film. Nach Rollo aller von Anna Peschel ist das der Hamburg-Film schlechthin. Absolute Giganten vielleicht auch noch. Nein, ich sage, "Hier kommt Lola" benutzt Hamburg besser als Absolute Giganten und als Rollo aller. Zum Beispiel die Kinder schicken Ballons in die Luft mit ihren Herzenswünschen und dann verfängt sich ein Ballon in der Takelage der Rigmas Rigmas. Und die Kinder und das Mädchen geht mit ihrem Papa durch den Elbtunnel und es ist so Hamburg, dieser Film. Okay. Und von wem ist er gedreht? Von der Bavaria Filmproduktion. Was haben die in unserer Stadt verloren? Was seltsam ist, weil Studio Hamburg und Bavaria eigentlich dieselbe verfickte Adresse sind, nur das eine ist halt für den Bayern zuständig, das andere ist für Norddeutschland zuständig, aber im Grunde genommen ist es ein großes Konglomerat. Okay, ich sag nur an dieser Stelle, in dem Film "Hier kommt Lola" bringen sich Kinder nicht um, was irgendwie schade ist. Auf der anderen Seite, wenn man das mit Kindern zusammen sieht, ist es vielleicht besser. Erzähl doch mal, worum es geht, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich weiß auch wirklich nichts über den Film. Es ist, okay, "Hier kommt Lola" gibt Michael Haneke eine Lektion, wie man didaktisch ist, ohne zu nerven. Okay. Lola hat eine deutsche Mutter und einen brasilianischen Vater. Sie leben in einer Provinzstadt und dort erleben sie rassistische Anfeindungen und flüchten nach Hamburg. Dort will ihr brasilianischer Vater, der auch sehr schön Gitarre spielen kann und echt so süß ist, und ihre Mutter ist Julia Jentsch und die ist Krankenschwester und das ist alles traumhaft. Ja. Und ihr Vater will ein Restaurant eröffnen. Ihr Großvater ist ein Ex-68er, der ein Rio Reiser-T-Shirt trägt mitunter. Mir völlig egal. Und die Kinder, okay, im Grunde ist "Hier kommt Lola" eine romantische Komödie, aber bei erwachsenen romantischen Komödien geht es darum, dass wir wissen, also dieser Typ und dieses Mädchen, die müsste 9 sein in dem Film. Das ist so ein 9- bis 10-jähriges Mädchen. Geht also noch auf die Grundschule, die ja bald viel länger dauert in Hamburg, aber das ist ein anderes Thema. Oh, die Hamburger Schulreform ist. Aber ich finde, das besprechen wir, wenn wir Sky Dumont hier haben. Und Mirja, danke. Hey, ja, mach uns doch Tee. Sekunde. Zu viele Anspielungen, die ich nicht verstehe. Sky Dumont ist ein. Du kennst Sky Dumont, einen Schauspieler, und seine Frau Mirja. Naja, er ist immerhin echt gut, wenn er das spielt, was er spielt, finde ich. Und er ist echt
naja, er ist erst ein ausgesprochener Gegner der Hamburger Schulreform und war deshalb, aber du guckst ja keine Nachrichten, weil das dein Elfenbeinturm. In den RTL 2 News war er nicht. Ja, aber in den Action News. Jedenfalls, Lola geht zur Grundschule, aber weil die in Neuner Stadt ist, wünscht sich eine Sache mehr als irgendwas anderes, nämlich eine Freundin. Und hier kommt mein Punkt von eben. Das ist eine romantische Komödie, aber bei erwachsenen romantischen Komödien geht es darum, dass wir wissen, dass dieser Mann und diese Frau irgendwie zusammenkommen werden sollen. Und wir wünschen uns das, aber das gibt halt ganz viele Probleme und dann kommen sie doch zusammen. Hier ist es so, Lola wünscht sich und braucht eine beste Freundin. Und ich habe das noch nie so artikuliert gefunden, wie sehr ein Mädchen eine beste Freundin braucht. Das ist das große, unerschlossene Thema für Kinderfilme. Sie wünscht sich das sehnsüchtiger, als ein Mann sich eine Frau wünscht im Grunde. Und wir wissen, dass sie eigentlich mit dem Mädchen, das neben mir sitzt, in der Schulbank Freundschaft schließen sollte, aber die riecht nach Fisch und unsere Titelheldin Lola hat eine Fischphobie oder irgendwas. Und dann versucht sie das mit anderen Mädchen in der Klasse, aber die sind dann Ziegen oder überbeschäftigt. Aber was ist denn das auch für ein Subtext? Ein Mädchen, das nach Fisch riecht. Ja. Ein neunjähriges Mädchen. Ihre Mutter ist Nora Tschirner, deshalb mache ich den Film auch sehr, weil ich mal eng getanzt habe mit Nora Tschirner. Nora, ich weiß, dass du das hier hörst. Ich weiß, dass du da auch noch viel dran denkst. Und, du hast meine Nummer für den nächsten Satz, oder? Egal. Jedenfalls, Nora Tschirner macht Fischbrötchen an einem unmöglich idyllischen Ort im Hamburger Hafen. Und ihre Tochter muss ihr immer helfen und riecht deshalb nach Fisch. Ich glaube nicht, dass es diese Art von Fischfrauen gibt. Wir sehen uns wie Nora Tschirner in einer Schürze, was irgendwie schon so unglaubwürdig ist, weil Nora Tschirner in einer Schürze und bei so einer bäuerlichen Tätigkeit ist so seltsam. Sie füllt also Fische aus einem Holzbott, von einem Holzbottich in einen anderen Holzbottich, an einem unmöglich idyllischen Standpunkt im Hamburger Hafen. Guck, man muss einen Sinn für so eine Art Film haben, schätze ich. Okay. Das ist der Hamburg-Film. Abgesehen davon ist der Film wirklich fein und klug gesponnen und es gibt viele Musiknummern für die Kinder und er ist nicht ganz der Klassiker, der erste Laura-Stern-Film meiner Meinung nach ist, aber einer der besseren Kinderfilme. Auf jeden Fall 20.000 Mal besser als der Prinzessin-Lillifee-Film. Und meine Frage bei jedem... Den ich hasse! 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 Ja. So viel Hass. Vielleicht sollten wir mal einen ganz lieben Kinderflimmer-Freunde Podcast machen. Ja. Wie soll das Live-Podcast im Kindergarten? Soll das denn? Du solltest mehrere Versionen schneiden. Ja, du solltest ein bisschen mehr mit Mühe machen, wie diese dänische Künstlerin, die ihre Platten auf Dänisch und gleichzeitig auf Englisch rausbringt. Mhm. Sollten wir einen Flimmer-Freunde in Echt-Podcast und einen Flimmer-Freunde, den auch Kinder hören können, machen. Ja. Und ein paar Sachen dann einfach neu aufnehmen. Aber meine Frage an jeden deutschen Film ist natürlich, welche Rolle Moritz Bleibtreu spielt. Es gibt eigentlich keinen deutschen Kinofilm ohne Moritz Bleibtreu zur Zeit. Er war in einigen Kinderfilmen, aber nicht in diesem. Ja, in Lippels Traum tatsächlich, ja. Hier kommt Lola, Moritz Bleibtreu frei. Moritz Bleibtreu, ein toller Darsteller, aber ich finde, er ist immer zu düster und brütend, um wirklich gut für Kinder zu sein. Okay. Wirklich, Moritz Bleibtreu, kann er leicht spielen? Ich sage nein. Andere würden sagen, ja, Lamborg. Ich sage nein, da war er auch nicht leicht. Da war er gelähmt durch HTC. Das ist die Droge, die man, wenn man kifft. THC? HTC. Hey, ich bin so drauf. HTC ist so ein Smartphone. War es eine Zeit lang. Ja, okay, THC. HTC. Meine Droge heißt TLC. Was ist TLC, Ben? Das ist diese Girlie-Band, von der schon zwei tot sind. Die eine, glaube ich, TLC? Zwei sind tot? Eine ist auf jeden Fall... Lisa Left Lopez Autounfall, das weiß ich. Ja, ist noch eine tot? Nee, eine ist auf jeden Fall HIV-positiv gewesen oder ist HIV-positiv, aber das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr. I don't want no scrub. Scrub is a guy who won't get no love from me. Hanging on the passenger side on his best friend ride. Try to holler at me. Es ist ein sehr materialistisches Lied. Sie wollen sich nicht mit Leuten abgeben, die nichts haben. Ja. Das hat sie nun davon. Jetzt hat sie ihr eigenes Auto, zack, hat überholt in ihrem Ferienort und Mist. Dann und ist das. Für die Kids da draußen, geht doch bitte nicht raus und jagt Wasserfälle. Ja. Das haben wir alle. Nein. Bleibt heim bei den Flüssen und Bächlein, die ihr kennt.
Das Lied habe ich echt nie verstanden. Waterfalls von TLC. Ja, das ist doch klar, dass, schwierig. Dass man sozusagen dem Wasser hinterher hechtet und dann abstürzt, weil es so schnell und so. Mhm. Also das Bild, Wasserfälle, wirklich beängstigende. Aber hey, das Bild in Davidoff-Färbung. Was ist dein Lieblings-TLC-Song sonst, Ben? Ach, ich kenne die Band gar nicht. Meiner ist Waterfalls, glaube ich. Meiner ist Digging on You, das ist echt toll. Kenne ich nicht. Digging on You, Digging on You. Oh, das ist wirklich klar. Das ist echt ein schönes Lied. Ja. I was chilling with my Kool-Aid when Miss Chili came to read it. Es ist so fein, das kann ich nicht nachsingen. Es ist wie, als ob man einen Cole Porter-Song entweiht. Das kann ich nicht tun. Es ist zu fein gesponnen. Es kommt nicht ans Licht, wenn ich es singe. Sind wir tatsächlich schon, sagen wir mal, durch? Naja, also auf der Liste, die ich gemacht habe, habe ich jetzt alle Filme abgehakt, die wir uns gerade noch eben zusammengesponnen haben. Es gibt viele Horrorfilme mit killenden Kindern, aber es sind eben Horrorfilme. Jetzt The Orphan war neulich ein Film, dann gibt es auch einen Film, der hieß The Children. Das, um ehrlich zu sein, ich bin nicht mehr so heiß auf Horrorfilme. Es gab eine Zeit, ausgehend in den 60ern, 70ern, vielleicht noch Anfang der 80er, wo Horrorfilme sowas wie ein Ort waren, wo interessante Sachen passierten. Und jetzt sind Horrorfilme wirklich nur dazu da, um das Horrorpublikum abzumelden, oder? Ja, ich finde, wir haben dieses Last House on the Left im Remake besprochen. Ich glaube kurz. Ja. Und jetzt haben wir gerade den Nightmare on Elm Street Remake Trailer gesehen und man muss sagen, der Original Nightmare on Elm Street in all seinen Sequels lässt keinen Zweifel daran, dass Freddy Krueger ein Kindermörder, wenn nicht sogar ein pädophiler Mistsack ist. Also sprich jemand, der wirklich von Haus aus böse ist. Und im Remake, das deutet der Trailer nur an, man liest da relativ viel im Internet drüber, wird diese ganze Vorgeschichte, also die eigentliche Ermordung Freddy Kruegers, erzählt. Und es wird, und dieser Kindermörder-Pädophilie-Aspekt wird komplett ausgeblendet, beziehungsweise es wird überhaupt im Zweifel gelassen, ob er jemals ein Kind umgebracht hat. Vor diesem Meuchelmord. Weil Freddy Krueger vielleicht ein Pop-Ikone ist oder weil wir in einem Jahrzehnt leben, wo man sowas nicht einfach mehr in einem Unterhaltungsfilm tun kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wo alles relativiert wird. Also immerhin Rorschach aus Watchmen, also der Schauspieler Jackie Earl Haley spielt Freddy Krueger, was die einzig mögliche Wahl war, meiner Meinung nach, und was die einzig richtige Wahl war. Aber Gott, ich bin irgendwie genervt von dem Trailer und ich bin genervt von dem Remake und ich bin genervt von der ganzen Idee, dass wir jetzt nochmal einen Prequel kriegen. Scheiß auf Prequels. Echt, nie wieder ein Prequel. Ich hab's so satt. Das war's. Also, wer möchte irgendein Prequel zu irgendwas sehen? Das ist doch Schwachsinn. Also, oder? Ja, das sagt jemand, der die neuen Star-Wars-Filme verteidigt. Ja, aber ich sehe das inzwischen. Das sind ja keine richtigen Prequels. Nein, es war immer schon so angedacht und natürlich sind es Prequels. Ja, es sind Prequels und ich verteidige sie aber auch nur aus Prinzip. Aber in sich, jetzt reicht es mit Prequels. Also, oder? Also es reicht mit Prequels und das Horrorgenre muss von Grund auf umgekrempelt werden. Das siehst du auch so, Ben? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, Horrorfilme sind einfach, es gibt keine einzige neue Idee in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Aber eine Menge Remakes. Ja. Ja, was? Ja, das Problem. Wahrscheinlich, was hat die Horrorfilme aus den späten 60ern, 70ern, teilweise 80ern so gut gemacht? Ich sag, der soziale Aspekt. Ja, auf jeden Fall. Nach der Lebenden Toten, Dawn of the Dead sind soziale Filme, meine Güte. Es geht um gesellschaftliche Themen. Die Filme sind entweder links verortet oder sie sind rechts verortet, aber sie beziehen halt einfach eine Stellung zu gesellschaftlichen Problemen, wenn man das so nennt. Oder wie George Romero so sagt, die Zombies, das sind wir. Und die Zombie-Filme heutzutage sagen, die Zombies, das sind diese lustigen Viecher, die man massenweise abknallen kann. Ich meine, wir haben Zombieland wirklich genossen und Zombieland war wirklich toll. Aber es war natürlich kein tiefer Film. Dawn of the Dead ist scheiß nochmal ein tiefer Film. Immer schon gewesen. Nach der Lebenden Toten natürlich auch. Halloween, verdammt nochmal auch. Also der Original-Halloween, nicht diese. Das Problem ist, oder nein, das ist kein Problem, aber wir werden auch weiterhin eine Menge Horrorfilme bekommen, weil sie sich für kleines Geld produzieren lassen, immer noch, weil sie so klein budgetiert sind, relativ erfolgreich an den Kinokassen sind
und ein Genrepublikum bedienen. Wenn man einen Horrorfilm gibt, wenn man einen Slasherfilm gibt, weiß man auch heute noch im Jahr 2010, was man bekommt, an seiner, wenn man sein Geld an der Kinokasse gegen eine Karte eintauscht. Ja, ja, das ist du hast glaub, so. Ich glaube, ist nicht so, dass man heute noch weiß, was man bekommt, sondern es ist so, dass man heute weiß, was man bekommt. Das noch kannst du, glaube ich, streichen. Ich glaube, ein bisschen war es halt schöner, als man noch nicht genau wusste, was auf einen zukommt. Und ich möchte es nicht zu kulturpessimistisch rüberkommen, aber bei Musik ist es ja genauso. Auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo man regelmäßig verblüfft war von neuen Platten. Ich meine, ich will drauf rumreiten, aber in dieser Post-Punk-Phase, ich komme rüber wie so ein Rockoper, aber als es noch keine Genres gab und jetzt suchst du Musik danach aus, wie sie zu deinem Outfit passt oder so, oder ob das zum Rest deiner Sammlung passt oder ob es klingt für Musik, die du sowieso magst. Und ich kann mich nur Zeit erinnern, auf mal irgendwas hörte und dachte, was ist das für eine Scheiße? Was ist das für? Das muss ich nochmal hören. Was war das? Ich kann das nicht identifizieren. Und das Problem mit der Musik heute ist, du weißt sofort, was es ist. Und die Künstler überschlagen sich selbst, um allen zu erklären, was sie da machen. Das ist furchtbar. Ich bin auf einer Lesung gewesen, ich sag jetzt nicht von wem, letzte Woche. Ein Autor, der mit seinem Debüt-Pop-Roman 400er Hallen gefüllt hat. Ich war auf einer Lesung, ich hatte einen Gästelistenplatz, muss ich fairerweise dazu sagen. Der hat auf Eintritt gelesen, 2 zahlende Gäste. Das neue Buch kommt nicht so gut an bei den Leuten. Und der Autor hat, bevor er angefangen hat zu lesen, eine halbe Stunde lang erstmal erklärt, wie das Buch zu verstehen ist. Und was er sich dabei gedacht hat und was die Referenzen gewesen wären. Was natürlich ein Eingeständnis ist des eigenen Versagens auf eine Art und Weise. Oder zumindest eine Angst oder eine ganz große Verunsicherung darüber. Warte mal, du hast 2 Gäste und nervst sie? Okay, wer war das? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Komm, sag schon. Nein, ich kann das jetzt nicht sagen. Komm, du hast ja nichts Negatives gesagt. Benjamin Stuckrad-Barre. Nein. Heinz Strunk. Nein. Komm. Wir zählen bis 3. Jürgen Prochnow. Nein. Lass uns Jürgen von der Lippe. Ja. Jürgensen. Jürgen. Sag mal, komm. Wer? Komm. Ach, ihr verschwendet eure Zeit. Nein. Wir haben Mittel und Wege. Ich glaube, es funktioniert. Wir zählen bis 3, dann sagt Kai das. 1, 2, 3.